Und damit herzlich willkommen zurück zu Robo Chicken. Ne, Rocket Birds heißt das ganze Spiel. Hardboiled Chicken. Wir sind wieder da. Wir sind hier. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Beziehungsweise wir haben eigentlich ein bisschen früher aufgehört. Da liegt eine Waffe übrigens. Und hier können wir jetzt. Das machen. Und dann. Komm, verwandle dich. Sehr gut. Danke. Perfekt. Vielleicht nicht so perfekt, weil wir jetzt ich weiß, was wir machen können, ist so. Also ich wollte eigentlich. Oh, Moment. Marschiert der jetzt? Fuck! Ich hab's nicht hingekriegt, ey. Okay, erneut. Gut, war halt dumm, nicht so zu machen. Bam. Was stand da? Verräterische Arbeit oder sowas? Hab's leider nicht gelesen. Ihr verstand da gerade irgendwas. Zack, endlich wieder eine Waffe. Erstmal streicheln, ey. Zum Glück ist der Typ jetzt wieder da. Kommen die alle mit? Dann würde ich auf die warten, tatsächlich. Die kommen alle mit, wie cool. Da hinten ist übrigens ein elektrischer Schuh, wie wir sehen. Drei haben überlebt von vier. Ich wette, wir hätten das Achievement gekriegt, wenn vier überlebt hätten. Okay, die Maschine hier unten scheinbar nur. Wir brauchen kein AP. Nein! Lass das mal lieber. Hat er einen von unseren Jungs umgebracht? Nein, zum Glück nicht. Okay, gut. Wir können die leider nicht mitnehmen, soweit ich das gesehen habe. Und dann würde ich sagen, ist die Musik ja zum Glück nur viel zu laut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur einmal Escape drücken, weil die Musik aufhört. Dann fahren wir wieder zurück. Ich kann natürlich einfach OBS ziemlich leise drehen, aber dann hört ihr wieder gesprochenes gar nicht. A good penguin is a dead penguin, da hat er recht. Dumme Pinguine. Jetzt sind hier wahrscheinlich wieder überall Gegner. Verstehe ich nicht, warum Gegner respawnen sollten. Das macht überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. So, hoch. Wir können jetzt den Typen befreien. Den Part hoffentlich nicht wieder überziehen. Hallo, aua! Klar, unser Kumpel steht in der offenen Zelle. Das interessiert ihn nicht, aber er ist hier. Maul halten. Meine Fresse, hat gespeichert. So, wir sind wieder da.
Well done, Hardboiled. It is all be arranged. Also arrangiert. Let me open the secret hatchet. Mensch, du ziehst jetzt an einer Kette und die Tür geht auf unter dir. It leads to the outside. I find a way to exit the compound. My brothers will be watching, waiting on the other side. Good luck. Klar, gehen wir hier raus. Finden wir jetzt unsere ganzen Waffen? Habe ich jetzt die Gehirnschrecken nicht mehr? What the fuck? Jetzt war die Musik natürlich wieder viel zu leise. Aber wir lernen langsam so die Hintergrundgeschichte von ihm kennen. Airfield Escape, Chapter 6. Also beim Angriff auf seine Stadt ist er weggelaufen, die Stadt ist zerbombt worden und er wurde geschnappt und in ein Kriegsgefangenenlager gesteckt und zu einem Kindersoldaten ausgebildet. Würde ich jetzt mal so, okay, der möchte mal Pipi gehen, kann seinen Posten aber nicht verlassen. Man, so jetzt? Nein? Okay, wir kommen hier nicht raus. Warum auch immer. Dummer Pinguin. Ah, wir können hier hochklettern, okay. Das glaubt doch nur ihr, dass ihr mich damit austricksen könnt, wa? Ich bringe euch alle um. Uns geht's übrigens jetzt gerade nicht so gut. Keine Ahnung übrigens wieder, wo der Typ herkam. So, ein bisschen HP. Der Part ist auch gleich schon wieder in einer Minute zu Ende. Die da hinten lasse ich natürlich nicht leben. Au! Ich verstehe manchmal nicht, warum die mich treffen können, obwohl, also klar, die haben kein Friendly Fire in dem Sinne. Das kotzt mich auch extrem an. Au!
die. Also ich finde das übrigens zum Kotzen, dass sie mich früher sehen als ich die. Okay, jetzt schießen sie gleich wieder zu zweit auf mich. Ich würde es aber sagen, dass wir sehen im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.